Max, für dich gibt es sozusagen, ich will mal sagen, einen neuen Sprung in deiner Basketballkarriere. Die Vogtmänner und Bartels sind weg. Auf einmal sitzt du hier am Podium, gleich noch Co-Kapitän. Was bedeutet das für dich? Das ist natürlich eine Riesenchance, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen jungen Deutschen. Und wir probieren natürlich, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Wir trainieren sehr hart und wollen uns natürlich zeigen, dass wir auf BBL-Niveau spielen können und freuen uns jetzt auf die kommende Saison. Du tust das gerade so ab, aber irgendwo muss ja auch bei dir auch eine Freude sein, oder? Natürlich, als Spieler will man natürlich immer spielen. Letztes Jahr habe ich relativ wenig gespielt und ich hoffe natürlich, dass ich dieses Jahr eine größere Rolle spiele und freue mich einfach. Was erwartest du denn da? Letztes Jahr war ja gerade die drei, Klein, Vogtmann, Bartel, die standen ja im Fokus fast jede Woche. Die sind jetzt alle weg und jetzt kommt der März. Ja gut, die drei haben natürlich riesen Schritte gemacht, vor allen Dingen auch seitdem sie angefangen haben. Ich denke, da kommt man jedes Jahr eine Entwicklung finden und natürlich probiert man da in die Fußstapfen zu treten, auch wenn es natürlich schon sehr große Karrieren jetzt schon sind, die drei. Vorher haben ja auch alle einen Sprung gemacht und nicht nur ich, sondern auch Stefan Hilshöfer und Niklas Kiel, wie sie alle heißen, probieren natürlich, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Und Frankfurt ist ja auch dafür bekannt, dass die deutschen Spieler sehr entwickeln können. Und das hoffen wir natürlich für uns dann auch. Wie erlebt man das so als Spieler? Ihr habt ja einen relativ großen Aderlass gehabt. Wie erfährt man das? Wie geht man dann damit um? Und wie arbeitet man dann mit den Neuen zusammen? Ja, wie geht man damit um? Also man gönnt es natürlich jedem Einzelnen, dass sie einen Schritt nach vorne gemacht haben, gute Verträge unterschrieben haben. Also da ist kein böses Blut, sondern man freut sich natürlich für die Teamkollegen. Man hat ja auch sehr lange, also ich habe glaube ich 3 Jahre mit Konsti, Danilo und Joe zusammengespielt und das freut dann natürlich, dass sie so erfolgreich sind. Und als es dann klar war, war für uns Jungen dann natürlich auch klar, dass wir nochmal extra viel geben müssen in der Offseason, dass wir eine Chance bekommen könnten dieses Jahr, in dieser Saison, haben sehr intensiv alle zusammen im Sommer gearbeitet und die Integration mit den neuen Spielern, die jetzt kamen, war komplett unproblematisch und wir haben jetzt schon eine sehr gute Teamchemie und freuen uns jetzt, dass es endlich losgeht. Letztes Jahr war eine überragende Saison. Alles, was Gunnar Wöbke vor einem Jahr vorher gesagt hat, ist ja eingetroffen. Die Erwartungen sind natürlich dann auch von außen gesehen relativ hoch. Ja, natürlich, wir haben eine sehr erfolgreiche Saison und wir probieren natürlich jetzt alles zu geben. Es ist natürlich klar, wir sind jetzt erst relativ frisch zusammengekommen, also unser Team ist erst seit 1-2 Wochen wirklich komplett. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir uns perfekt auf dem Feld zusammen verstehen, bis die Systeme komplett verinnerlicht sind, aber wir denken trotzdem, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können. Ist das ein Fluch oder ein Segen, dass man gleich in Bamberg antreten muss? Ist letztlich egal, gegen wen man spielt. Wir wollen uns auf uns konzentrieren, wie Klaus auch schon gesagt hat. Wir müssen den nächsten Schritt als Mannschaft machen und fahren aber auf jeden Fall nach Bamberg auch, um zu gewinnen. Also das ist klar unsere Einstellung, dass wir da mit einem Sieg in die Saison starten wollen, auch wenn wir wissen, dass Bamberg natürlich ein sehr gutes Team hat wieder. Aber wir gehen da auf jeden Fall hin, um zu gewinnen. Wäre es nicht für deine persönliche Karriere besser, wenn du erst nächstes Jahr Co-Captain geworden wärst und mehr Minuten bekommst, weil du bist ja noch im Studium und du machst erst den Abschluss? Nö, also ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, weil ich finde es auch eine große Ehre, dass ich als dienstältester Deutscher und auch, glaube ich, als dienstältester Skyliner nach Tess quasi Co-Kapitän sein darf. Ich kriege das problemlos miteinander unter einen Hut. Von daher bin ich froh, dass ich jetzt die Chance habe und ich will sie natürlich auch nutzen. Du machst einen Bachelor, wie konnte man sich die Tage bei dir vorstellen? Basketball, lernen, Basketball, da war ja nicht viel Zeit für andere Sachen. Ja, ich habe es ganz gut hinbekommen, auch noch Zeit für meine Freunde und Familie zu haben. Ich denke, das ist auch immer sehr wichtig, aber meistens sah es eigentlich so aus, dass ich morgens im Individualkrafttraining war mit dem Team, dann zur Uni gefahren bin, dort in der Vorlesung saß oder gelernt habe und dann zurück quasi zum Mannschaftstraining. Aber ich sag mal, bis auf die Klausurenphasen war das nicht so stressvoll, aber dann natürlich, wenn die Klausuren kommen, gab es auch mal Momente, wo man sich denkt, ob das jetzt so einfach ist, ob es da nicht einen einfacheren Weg gibt. Aber ich bin sehr froh, dass ich beides gemacht habe und jetzt kurz vor meinem Abschluss stehe. Hilft das vielleicht auch sogar ein bisschen, weil man da auch eine Ablenkung hat vom Basketball? Ja, so habe ich das auch eher gesehen. Also viele haben gesagt, oh, das belastet dich so. Und ob man jetzt einen Film schaut oder sich mit was anderem beschäftigt, ich in dem Fall mit meinem Studium, mir hat das sehr geholfen.
helfen, auch mein Fokus nochmal ein bisschen auf was anderes zu haben, um einfach auch mit dem freien Kopf dann ins Training zu kommen und zu den Spielen zu fahren. Also von daher war es für mich eher eine Hilfe als eine Belastung. Hat auch die Geschichte deines Bruders Jakob einen Hintergrund, weil du gesagt hast, ich will das auch beenden. Man weiß ja nie, wie lange so eine Karriere als Basketballer aussieht. Naja, ich habe ja mein Studium schon angefangen, bevor die Verletzung mit meinem Bruder aufkam. Es liegt eher daran, dass ich das beenden will, weil ich mir das vorgenommen hatte. Also ich habe vor 3 Jahren meinen Vertrag unterschrieben gehabt bei den Skyliners und mir war klar, dass ich beides machen will und mein Ziel war, dass ich mein Studium in der Regelzeit abschließe. Das werde ich jetzt aller Voraussicht nach auch machen. Von daher hat es eher was damit zu tun, dass ich mir vorgenommen habe und mein Ziel erreichen wollte. Das eine Ziel ist dann erreicht. Ich denke mal, den Abschluss wirst du schaffen als Bachelor. Was sind deine Ziele in den nächsten Jahren bei den Frankfurt Skylines oder überhaupt deine Basketballkarriere? Ich lasse erstmal alles auf mich zukommen. Wichtig ist jetzt für mich die Saison, die jetzt kommt, mich zu zeigen und alles Weitere werde ich dann schauen. Aber es ist klar, dass ich nach meinem Bachelor erstmal dann eine Sache mache und mich voll auf Basketball erstmal konzentriere. Ganz kurz noch, Gordy ist ein bisschen angeschlagen und ist dann nicht mehr im Fokus. Das macht jetzt der Klaus Perwas. Ist das für euch in der Trainingsarbeit irgendwie ein Thema? Hat sich da was geändert? Kaum eigentlich. Also wir merken, also natürlich hat jeder Coach seine eigene Art und Weise, aber von unserem Spielsystem, vom Trainingsaufbau ist es sehr ähnlich. Klaus und Gordy haben ja sehr lange auch zusammengearbeitet. Von daher ist für uns Spieler wirklich kein großer Unterschied zu erkennen. Und ist jetzt auch keine Problematik, dass es vorkommt, sondern ganz im Gegenteil, Klaus macht einen super Job und wir sind alle sehr zufrieden. Letzte Frage, wann ist es für Max Merz eine gute Saison? Wenn das Team erstmal erfolgreich ist, das ist das Allerwichtigste. Natürlich, wenn ich persönlich auch meine Minuten bekomme und zeige, was ich kann, wäre natürlich auch sehr schön. Aber der Teamerfolg steht im Vordergrund.